Jo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit geht's rein ins neue Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 94. Wir kommen auf den Vorfall in der Gebetsnacht zu sprechen. Ein sehr interessantes Kapitel. Wir bekommen nämlich eine der stärksten Fähigkeiten im Taizai-Verse zu sehen. Eine neue Magie, eine neue Fähigkeit. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ein neuer Charakter wird vorgestellt, den wir visuell schon gesehen haben, die letzten Kapitel, aber namentlich noch nicht kannten. Wir schauen uns das Ganze mal im Detail an. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Four Nights of Apocalypse verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner betenden Review. Das Kapitel beginnt mit der Four Nights Truppe, die am Fest der Toten teilnimmt. Percival und die anderen bekommen Fackeln, um in der Nacht an die Verstorbenen der letzten Jahre zu gedenken. Tristan und die mysteriöse Frau sind abseits der Truppe alleine unterwegs, weil die Frau mit Tristan alleine sprechen wollte. Tristan ist verwundert, woher sie ihn als Prinzen kennt, da er niemanden in Roynack davon in Kenntnis setzte, hierher zu kommen. Daher geht er davon aus, dass sie eine Feindin aus Camelot sein muss. Die Frau stellt sich als Yoladio Verweger vor, kurz auch Yo genannt, und erzählt Tristan von dem Fest der Toten und dass in ihrer Heimat solch ein Fest nicht stattfinden würde. Die beiden nehmen also auch daran teil und gedenken der Verstorbenen. Hier merkt man auf jeden Fall schon mal, okay, die kommt nicht aus Britannia, die scheint irgendwo anders herzukommen. Sehr merkwürdig das Ganze. Donny denkt an seine Mutter, Anne denkt an ihre Mutter, Percival denkt an seinen Großvater, die nehmen alle daran teil. Narsis ist der Einzige, der nicht mitmacht, weil er nicht weiß, ob seine Eltern noch leben oder nicht, und er auch keinen wirklichen Bezug zu diesen hat, was nochmal wieder ein Foreshadowing darauf sein könnte, dass er seinen eigenen Plot noch bekommt in Bezug auf König Arthur und so weiter, da er ja ausgesetzt wurde damals und man da nicht ganz genau weiß, wie sieht sein Ursprung eigentlich aus. Wir kommen dann auf Shion und Isolde zu sprechen, die nach Tristan suchen wollen. Die Gruppe teilt sich dann auf, Isolde und Anne sind dann unterwegs, Lancelot und Gawain sind unterwegs und die anderen bleiben eine etwas größere Gruppe. Die suchen alle nach Tristan, wobei Gawain und Lancelot da eher nicht so Bock drauf haben. Tynanish und Macduff, die beiden Assassinen, die von König Arthur hierher geschickt wurden, beobachten die Four Nights und fragen sich, wieso sie ihre Magie nicht spüren, obwohl sie ihnen doch so nahe sind. Das liege daran, dass jemand in der Stadt ihre Magie abgeschalten hat, was den beiden Assassinen aber nur in die Karten spielt, da die Truppe sie sonst spüren würde. Was ja auch logisch war, weil Lancelot in der ursprünglichen Timeline derjenige gewesen ist, der sie längst bemerkt hatte und sie dementsprechend schnell besiegen konnte. Das passiert ja jetzt hier nicht, weil Arthur ja dafür gesorgt hatte, dass die Timeline geändert wurde, beziehungsweise dass hier die Zukunft sich verändert hat. Lancelot bittet Gawain dann im Austausch für ein bisschen Pudding, dass sie ihren Absolute Cancel auf die Stadt einsetzt. Sie spricht dann einen Zauberspruch, um diesen Perfect Cancel, diesen Absolute Cancel, den wir schon aus Taizai kennen, einzusetzen, um den wirken zu lassen. Und bei diesem Spruch kommt auch das Wort Belialuin vor, die Stadt, aus der Merlin ursprünglich kommt. Also wird es vermutlich eine Verbindung, eine Connection zwischen diesen beiden Charakteren geben. Wir wissen aktuell nicht, was aus Merlin geworden ist. Also die ist ja nicht mehr an der Seite von Arthur. Warum auch immer, das wissen wir aktuell nicht. Aber ich denke, es wird immer wahrscheinlicher, dass Merlin und Gawain eine Connection zueinander haben. Gawain setzt also ihren Absolute Cancel auf die Stadt ein und für einen kurzen Moment spüren alle die Magien der jeweils anderen, doch dann wird plötzlich die Barriere wieder errichtet, die Gawain versuchte auszuschalten. In Wahrheit nämlich handelt es sich hierbei um die Magie von Yo, der aktuellen Begleiterin von Tristan. Ihre Magie heißt Jamming, beziehungsweise das deutsche Störung
womit sie jede andere Magie annullieren und abschalten kann. Es funktioniert also quasi wie eine gewisse Anti-Magie, womit jede andere Magie hinfällig gemacht wird. Also der perfekte Konter, wenn man so möchte. Daher funktioniert auch ein Absolute Cancel nicht wirklich in ihrer Gegenwart. Jo hatte die Magie eingesetzt, um Tristan von den anderen wegzulocken. Somit werden sie ihn auch nicht wiederfinden, wenn sie seine Magie nicht spüren können. Jo enthüllt dann, dass sie weder zu Camelot gehört, noch dass sie ein Mensch sei. Sie verwandelt sich vor Tristan in ein wahres Monster und Tristan hält sie dann dementsprechend für einen Dämonen. Doch das wird nicht ganz bestätigt. Wir wissen das also hier am Ende des Kapitels nicht wirklich, auf welcher Seite sie steht, was sie in Wirklichkeit ist. Wir haben nur ein paar Anhaltspunkte. Das war's. Das Kapitel ist aber noch nicht ganz zu Ende. Wir haben noch eine kleine Side-Story so nebenbei, was gerade in Liones stattfindet. Und zwar sehen wir, wie Meliodas und Gil-Thunder einen Abend zusammen verbringen und zusammen am Trinken sind. Die unterhalten sich über ihre Söhne. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass ihre Söhne sich von ihnen unterscheiden und sie von nichts abzubringen seien, sobald sie eine Entscheidung getroffen haben. Hierbei macht Meliodas einen Schwenker zum Edinburgh-Film, der ja schon auf Netflix läuft, also der CGI-Movie, wo Tristan einfach mit dem Pferd abhaut, um Deathpierce aufzuhalten und seine Mutter zu retten. Und Gil-Thunder ist aktuell ein bisschen traurig darüber, dass sein Sohn sich in eine Richtung entwickelt, wo er zu einer absoluten Mistmade mutiert, nicht mehr normal. Leider hat sich Shion in eine Richtung entwickelt, dass sogar Griamors Sohn nicht mehr nach Liones kommen möchte. Wir bekommen hier also die Bestätigung, dass jeder von den drei heiligen Rittern, von den drei Nebencharakteren aus Tai Sai, quasi jetzt ein in der neuen Generation als Nachkömmling besitzt. Nur eben bei Hauser ist das Ding, dass Hauser der Onkel von Donny ist und nicht der Vater. Also das wäre dann der einzige Unterschied sozusagen. Aber Griamor hat einen Sohn, sein Name ist Dreydrin, also quasi eine Mischung aus dem Namen Dreyfus und Fraudrin, was ich ganz cool finde auf jeden Fall, dass man das nochmal so ein bisschen berücksichtigt hat als Anlehnung einfach. Aber ja, dieser Dreydrin ist bisher nicht vorgekommen. Wir sehen ihn nur in einem Bild, in einer Side-Story hier, quasi reingeschoben in dem Kapitel, und er hat keinen Bock mehr auf Shion gehabt und kommt deswegen nicht mehr nach Liones. Ja, bin ich mal gespannt. Also für mich sieht das sehr stark immer weiter nach der Richtung aus, dass der eine Charakterentwicklung machen wird oder dass der sich irgendwann mal vielleicht vor den Kopf stößt und sich fragt, bin ich wirklich so ein Ekelpaket oder was? Ich denke, da wird in der Zukunft irgendein Ereignis passieren, wo er sich etwas mit sich selber auseinandersetzen muss, wo er sich selber hinterfragt, wo er selbstkritisch an Dinge rangeht oder sowas. Ich denke, man hat hier auf jeden Fall Setup dafür. Das nächste Kapitel heißt Assassinen in der dunklen Nacht, bezieht sich natürlich auf die zwei Handlanger von König Arthur, die damit beauftragt wurden, die Four Knights zu killen. Ich bin sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird, denn natürlich muss man eins jetzt in Betracht halten, dass durch die Magie von Jo keiner mehr seine Magie einsetzen kann, bedeutet ebenfalls, dass die Gegner das nicht können. Zu Jo selber lassen sich eigentlich nur zwei Dinge sagen. Erstens, sie kommt aus einem Ort, wo Dinge wohl etwas anders geschehen, als sie hier in Britannia geschehen. Sie trägt keine normale Kleidung. Ihre wahre Form sieht dämonisch, monströs aus. Also könnte sie theoretisch vom Dämonenclan abstammen. Das wurde hier in dem Kapitel aber noch nicht bestätigt. Deswegen würde ich das erstmal offen lassen. Ich würde nicht mal direkt sagen, dass sie zu den Dämonen gehört oder dass sie auch aus dem Demon Realm kommt oder so oder von Zeldris kommt oder sowas. Keine Ahnung. Sie sagt auch, dass so ein Fest, wie es hier stattfindet, das würde es bei ihr nicht geben, so als ob ihre Welt, ihre Heimat viel schrecklicher wäre, mäßig. Also das klingt auf jeden Fall schon sehr ungewöhnlich und eher nicht für das Zeldris aktuell stehen müsste. Deswegen würde ich das nicht in Verbindung setzen. Dann ist sie eine der wenigen Charaktere in der Serie, die einen Vor- und Nachnamen besitzt, was eigentlich eher impliziert, dass sie vom Adel abstammen sollte. Normalerweise haben die meisten Leute, die einen Vor- und Nachnamen haben, einen gewissen Adelstitel oder sind von gewisser Bedeutung, zumindest was ihre Abstammung betrifft. Von daher bin ich sehr gespannt, ob der Name überhaupt ihr richtiger Name ist. Ich denke mal schon, sonst würde die das nicht droppen.
und woher sie kommt und welcher Rasse sie angehört. Ich würde das noch nicht zu 100% unterschreiben, dass sie ein Dämon ist. Könnte auch was anderes sein. An der Stelle wäre es das also von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zum Kapitel unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!